Das Entscheidende ist, dass bei nicht allen Projekten, aber es gibt Projekte und Charlotte Rampling war sicher eins davon, dass das einen sehr langen Atem verlangt. Also das heißt, sehr lange Atem meint sowohl bei außerordentlich eigenständigen oder sagen wir, also sich den Medien auch verweigernden Persönlichkeiten, Argumente über einen langen Zeitraum als, wie soll ich sagen, per se, also als eigene Person einzubringen, die am Ende dazu führen, dass sich überhaupt ein Dialog oder eine mögliche substanzielle Diskussion über den Stoff ergibt. So. Und dann immer noch, also dieses ganze Prozedere, bis das dann endlich fertig ist. Also ich glaube ja immer, im Film mit Beginn hat es über 3 oder 4 Jahre gedauert. Das ist einfach sehr lange. So. Und die Gefahr besteht, dass man zwischendrin die Lust daran verliert. So. Das finde ich das Wichtigste. Also das heißt also, wie heißt es, Mittelstreckenläufer zu sein. Also das heißt also kein, oder Langstrecke, also das heißt kein Sprinter, sondern irgendwie zu wissen, dass man sich das einteilen muss. Ja, glaube ich, ist auch ganz wichtig, dass man eine Vision von dem Film erstmal hat. Also das ist, glaube ich, in diesem Fall war es ja so, dass ich ja später dazugekommen bin. Der Michael hatte das ja schon aufgerissen. Und als ihm dann die Luft auf der Mittelstrecke ausging, kam ich dann dazu. Und dann haben wir das zusammen sozusagen durchgekämpft. Und also wobei es eigentlich dann letztlich doch eigentlich doch ganz gut gelaufen ist. Ne? Aber ich glaube, das Wichtige ist, glaube ich, das musst du ja auch bestätigen, dass man als Produzent erstmal eine Vision hat von dem Film, der hinterher rauskommt. Und dass man natürlich mit dieser Version möglichst hochgradig synchron auch mit der Regie läuft, damit man nicht andauernd irgendwelche Grabenkämpfe abrutscht. Und das muss man in diesem Fall sagen, hat das eigentlich sehr gut geklappt. Ich würde es ein bisschen andersrum formulieren. Ich würde sagen, die Vision hat erstmal der Filmemacher. Und dann schließt man sich als Produzent dem an. Man kann natürlich an der Vision arbeiten, man kann an den Finanzierungskonzepten arbeiten. Aber das Wichtige ist schon, dass man da also vor allen Dingen eine gemeinsame Vision hat, den Film so umzusetzen. Das haben wir gefunden mit dem Peter Dörfler. Dann ist die Aufgabe natürlich hauptsächlich, den Film zu finanzieren. Das heißt, alle möglichen Partner, vor allem das Fernsehen und die Filmförderung davon zu überzeugen, dass das ein Kinofilm ist erstmal und nicht nur ein Fernsehfilm, sondern ein Kinofilm. Und natürlich der lange Atem ist vor allem beim Dokumentarfilm die Schnittphase zu überwinden oder überhaupt da sich durchzuboxen, sich durchzukämpfen, weil natürlich meist eine unheimliche Menge an Material vorhanden ist, die bewältigt werden muss. Und es gibt 10.000 verschiedene Möglichkeiten dann, den Film zu erzählen und auch da die gemeinsame Vision beizubehalten oder den richtigen Weg zu finden, gemeinsam mit dem Regisseur. Das ist dann, glaube ich, auch die Hauptaufgabe nach dem Dreh für den Produzenten. Das wird vielfach unterschätzt, deshalb würde ich das aber erweitern, was du sagst. Es gibt tatsächlich sehr viele verschiedene Formen, einen Dokumentarfilm zu erzählen. Und deshalb ist für mich also der Dokumentarfilm auch eine Königsdisziplin. Und auch viele Leute, die vorher im fiktionalen Bereich gearbeitet haben, das war bei uns ja auch so mit Angelina Macarone, die lernen eigentlich auch in dem Dokumentarfilm nochmal einen ganz anderen Respekt vor dem Material zu entwickeln. Wir hatten allerdings in diesem Fall das große Glück mit Bettina Böhler, die ja auch für die Barbara Schnitt nominiert ist, also eine ganz sehr erfahrene und sehr klare Cutterin zu haben. Insofern ist das, sagen wir mal, die Fülle des Materials hat sie da sehr schnell einen Durchblick gehabt. Und das war jetzt nicht so ein ewiger Prozess, den man aber bei Dokumentarfilmen oft hat. Ja, das stimmt schon. Das ist auch was Durchhalten. Also weil da hat man oft mal kein Geld mehr und so und dann nochmal weitermachen und immer noch eine bessere Version rauszukitzeln und so. Das geht schon oft auf die Nerven der Produzenten. Ja, wir hatten das große Glück, da ZDF Arte dabei zu haben. Da gibt es ja, ich meine, für einen Abendfilm, einen Dokumentarfilm, gibt es kaum Sendeplätze in Deutschland. Das ist ganz schwierig. Es gibt dieses eine Format, das Grand Format vom Arte. ZDF Arte war dabei und das heißt, da hat man schon mal eine Anforderung, die dann für ein Budget jetzt 400.000 plus oder so, das ist einfach ohne Fernsehen nicht zu stemmen. Ja, ich meine, wir produzieren zurzeit ein ohne Fernsehen, das ist wahnsinnig schwierig, sowas überhaupt zu machen und da auch mit Rückstellung und so weiter das Budget zu stemmen. Das heißt, hier hatten wir das Glück, ZDF Arte war dabei. Dann haben wir dazu noch mehrere Filmförderungen gesucht.
Das Finanzierungsproblem hier, sowohl bei Arte als auch bei den Filmförderungen, war eben auch der Protagonist, wo viele gesagt haben, das war am Anfang das Problem, dieser Mann ist so oft abgebildet in allen möglichen Medien, warum wollt ihr darüber noch einen Film machen? Und das war natürlich die Vision von Peter, der gesagt hat, ja, wir machen irgendwie die Kamera dann aus, wenn die anderen ihre ausmachen und gucken mal genau hin, wie ist denn das hier mit dem letzten deutschen Playboy und was hat der für ein Weltbild, und dann wollen wir genau hingucken und jeder muss sich dann am Ende dazu verhalten. Das ist ein bisschen anders bei uns. Also die Idee haben wir entwickelt. Also das heißt, als Produzent, wir haben uns ja später eine Regisseurin gesucht. Und das ist relativ einfach zu sagen, das ist so, also ich finde, und in Frankreich ist der Respekt für Charlotte Rampling gigantisch, also tatsächlich, das liegt daran, dass sie eine solche rücksichtslose Kraft oder Härte, also auch gegen sich selbst hat, dass dieses going to the edge, also das heißt also bis zur Kante zu gehen, sie tatsächlich vermarkt, spielt, ausdrückt, lebt. So, das ist die Attraktion. Das ist ein bisschen diesen Film zu entwickeln, das heißt also überhaupt zu überzeugen oder in eine Art von Dialog zu bekommen, dass sie einen ernst nimmt. Also das ist jetzt also glaube ich so die Kardinalfrage. Ich finde, also sie, und das hat sich nie verändert, ich finde, dass es einfach, also sie ein wirklich wahnsinnig schönes Krokodil ist, mit dem man, je näher man kommt, umso mehr aufpassen muss, dass man nicht gebissen wird. Man sollte vielleicht auch sagen, in diesem Fall, der Michael hat ja sozusagen den Erstkontakt gemacht mit der Charlotte Rampling, dass natürlich es einen Moment gegeben hat, wo die Regisseurin und die Charlotte Rampling einfach, da hat es einfach gefunkt. Die haben sich besucht und hat sie einen langen Brief geschrieben und in diesem langen Brief ihre Vision des Films erklärt. Und das hat eben bei der Charlotte Rampling eben das Tor geöffnet. Und das ist eigentlich das ganz große Fund, der ganz große Grund oder die Basis, auf dem dieser Film eigentlich auch ruht. Ja. Und das hat einfach funktioniert. Und das war, also ob das jetzt Zufall war oder Chemie oder wie man das immer bezeichnen will, das hat auf jeden Fall geklappt. Und dafür sind wir natürlich auch ganz dankbar. Unser Protagonist war sicherlich ein bisschen einfacher in der Hinsicht. Er ist nämlich sehr zeigewillig und spielt mit den Medien. Er hat, glaube ich, sein ganzes Leben damit verbracht, wirklich sich selbst zu vermarkten. Insofern war bei uns die Aufgabe, was können wir denn noch zeigen, was die Welt noch nicht gesehen hat von ihm. Und wir haben versucht, wirklich diesen Mantel, einer der Söhne beschreibt es ja im Film, diesen Mantel, die vielen Mäntel, die er um sich geworfen hat, genau zu zeigen, sodass man irgendwie sieht. Wir wollten uns aber, der Regisseur, der Peter, wollte sich sicherlich auch an diesem Playboy-Mythos abarbeiten, aber sicherlich auch an dem Freiheitsbegriff. Ja, der Eden lebt ja einen Freiheitsbegriff, den kaum einer sonst so konsequent lebt. Ja. Das heißt, wenn man als Zuschauer muss man sich einfach damit konfrontieren und stellt sich wahrscheinlich jeder die Frage, wie konsequent bin ich in meinem Leben und so weiter. Insofern hatten wir mit dem Material, wir hatten einen Moment, da hat er jeden ein Bild hat er zensiert, das war in dem Archivmaterial, da war was zu viel Explizität, was die Sexszenen anbetraf, da hat er gesagt, das kann ich nicht machen, das macht die Familie nicht mit. Ansonsten hat er alles hergegeben, insofern ist genau das andere Extrem. Es gab eine Stelle, die, glaube ich, etwas missverständlich war, aber es war eine Kleinigkeit. Also es war auf jeden Fall klar, dass sie den Film sehen konnte. Das war ja bei euch wahrscheinlich auch so. Das war klar. Der Eden hatte sicherlich auch einen Abschluss. Ich glaube, das ist auch ein Commitment, die man bei solchen intimen Filmen gar nicht anders machen kann. Und dann gab es eine kleine Stelle und ansonsten war das eigentlich, hat sie sich auch sehr über den Film gefreut. Ja. Also ich würde schon sagen, das ist für mich sehr, also dieses Geschenk, sie kennenzulernen, das war schon, also das ist wirklich eine Sache, die man nicht vergisst, ja. Und von daher denke ich, ist also, sag mal, das, ganz abgesehen davon, dass der Film auch eine große Kraft entwickelt, ist das, dass diese Uneitelkeit, die sie hat und diese bedingungslose, das, was Michael schon gesagt hat, diese bedingungslose Offenheit, mit sich selbst auch ins Reflexion zu gehen und nicht nur dauernd über Schauspieler zu reden, sondern eben mehr über das Leben. Und auch wissend, dass eben, indem ich über das Leben rede, eben auch anderen Leuten was mitteilen kann.
Das ist schon, das macht einen Mut, eigentlich auch sich ähnlich zu verhalten. Ich glaube, bei mir war es ein Moment im Schnitt, als man irgendeine Version gesehen hat und wo ich gemerkt habe, dass dieser Film, der eigentlich über so einen totalen Macho ist, doch dann ein recht frauenaffiner Film ist, weil eben so viele Frauen zu Wort kommen, weil diese Umschwärmungsmechanismen des Eden so einfach wirken, weil die Dinge manchmal so einfach sind, wie dieses der Ring, der geschenkt wird am Boden des Sektglases und so weiter. Und dass das ja letztendlich dann auch eine Emotionalität dadurch hat, dadurch, dass diese vielen Frauen und Kinder irgendwie zu Wort kommen. Das war ein schöner Moment im Schnitt, dass man sieht, dass das funktioniert dafür.